Auszug aus Ägypten, Sieg in der neuen Zeit, soll es heute um das Lied des Mose gehen. Was war passiert? Ganz kurz, in Ägypten war ein böser Pharao aufgestanden. Es kam zu Not und Bedrückung. Die Sklaverei kam nach Ägypten für die Israeliten und es war eine sehr schlimme Zeit. Das Volk begann aber zu Gott zu rufen, zu fasten, zu flehen, zu beten zu dem Herrn. Und Gott in seiner Gnade, er hat das Volk erhört. Dem Herrn sei Dank. Er berief Mose als Prophet, als Sprecher für das Volk, als Botschafter bei dem Pharao und als den, der Israel leitet, führt heraus aus Ägypten. Gott tat sehr große Wunder in ganz Ägyptenland und er erwies seine Macht, seine Größe, seine Herrlichkeit. Er befreite sein Volk. Er führte die Israeliten heraus aus Ägypten, heraus aus der Sklaverei in die Freiheit. Der Pharao hatte sie gehen lassen wegen der riesengroßen Wunder von Gott. Aber dann überhob sich sein Herz ganz neu und er verfolgte Israel wieder. Plötzlich waren die Israeliten eingekeilt, sie standen zwischen dem Schilfmeer und hinter ihnen war das große Heer des Pharaos. Der ließ Streitwagen, mächtige Rosse, Reiter und eine ganze Armee gegen die Israeliten auflaufen. Und jetzt kam die große Rettung Gottes, die große Rettung Gottes. Ein dramatisches, siegreiches, gewaltiges Eingreifen unseres Herrn. Und diese Rettungstat Gottes am Schilfmeer, sie durchzieht das ganze Alte Testament. Die Israeliten, immer wenn sie in schweren Zeiten waren, haben sie daran zurückgedacht, haben sie Gott gepriesen und haben Mut gefasst. Auch heute kannst du diese Rettung für uns geschehen lassen. Es war ein riesengroßes Beispiel bis heute für Gottes Gnade und Eingreifen. Denn er sandte einen gewaltigen Wind, einen Ostwind, der teilte das Schilfmeer und das Wasser stand zur Rechten und zur Linken und die Israeliten konnten hindurchgehen in die Freiheit. Und die Ägypter, als sie kamen und die Israeliten verfolgten und wollten sie einholen und wollten sie überwinden, da ließ Gott das Wasser zurückkommen, es schlug über den Ägyptern zusammen und begrub die Ägypter unter sich. So waren die Feinde Gottes umgekommen, aber Israel war in der Freiheit, war gerettet, sie lebten, sie freuten sich. Und jetzt heißt es in 2. Mose 14, ab Vers 30, so errettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Ägypter Hand. Und sie sahen die Ägypter tot am Ufer des Meeres liegen. So sah Israel die mächtige Hand, mit der der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn, und sie glaubten ihm und seinem Knecht Mose. Sie erkannten die mächtige Hand Gottes, die über ihnen war zum Schutz. Und das ist auch in unserem Leben immer wieder der Fall. Gottes schützende, bewahrende Hand. Gottes Hand, wenn wir auf die Straße gehen. Gottes Hand, wenn wir in der Schule sind. Gottes Hand, wenn wir zu Hause sind. Gottes Hand, wenn wir im Krankenhaus sind. Gottes bewahrende, mächtige Hand. Und auch Israel wurde immer wieder geführt unter dieser mächtigen Hand Gottes. Auch Haman beispielsweise erlebte, dass Gott eine mächtige Hand über Israel hält und sie schützt. Und er wollte Israel vernichten, aber Gottes Hand bewahrte die Israeliten und führte sie wieder in die Freiheit. Und jetzt könnte man ja sagen, Exodus, Sieg in der neuen Zeit. Damit ist der Sieg vollbracht und jetzt hören wir auf mit der Predigtreihe. Und
Wenn man sich das aber genau anschaut, gehört jetzt noch etwas ganz Wichtiges dazu. Die Antwort des Glaubens auf die Rettung Gottes. Und das war ein großer Lobgesang. Die große Freude wurde ausgedrückt in Gebeten und in einem gewaltigen Lobgesang, den Mose anstimmte, und dann stimmten alle Israeliten ein, und am Ende gingen dann die Frauen sogar geschlossen nach vorn und sie tanzten mit Tamburinen zur Ehre Gottes und feierten seinen Sieg. Es war gewaltig, ihr müsst euch das vorstellen. Millionen Menschen sangen dem Herrn. Könnt ihr euch das vorstellen, ja? Das ist schon so schön, wenn hier eine kleine Gruppe singt. Wir freuen uns darauf, wenn wir zu Gottes Ehre wieder alle zusammen singen können, ja? Und dort stimmten über 1 Million, man nimmt an, 2 bis 3 Millionen Menschen in diesen Lobgesang zu Gottes Ehre ein. Also ganz gewaltig. Sie haben das nicht vergessen. Und so will ich diesen Lobgesang einmal lesen. Er steht in 2. Mose 15, ab Vers 15. Damals sangen Mose und die Söhne Israel dem Herrn dieses Lied. Sie sagten: Singen will ich dem Herrn, denn hoch erhaben ist er. Pferd und Wagen warf er ins Meer. Meine Stärke und mein Loblied ist Jahwe, denn er ist mir zur Rettung geworden. Er ist mein Gott, ich will ihn preisen. Der Gott meines Vaters, ich will ihn erheben. Der Herr ist ein Kriegsheld, Jahwe sein Name. Die Wagen des Pharao und seine Streitmacht warf er ins Meer. Die Auslese seiner Wagenkämpfer versank im Schilfmeer. Die Fluten bedeckten sie, sie fuhren in die Tiefen wie ein Stein. Deine Rechte, Herr, ist herrlich in Kraft. Deine Rechte, Herr, zerschmettert den Feind. In der Fülle deiner Hoheit wirfst du nieder, die sich gegen dich erheben. Und in Vers 11 geht es dann weiter. Wer ist dir gleich unter den Göttern, Herr? Wer ist dir gleich, so herrlich in Heiligkeit, furchtbar an Ruhmestaten, wundertuend? Es hörten die Völker, Vers 14, sie bebten. Angst ergriff Philister, die Bewohner Philisteas. Da wurden bestürzt die Fürsten Edoms, die anderen Feinde. Die gewaltigen Moabs, zittern ergriff sie. Es verzagten alle Bewohner Kanaans. Du wirst dein Volk, Vers 17, bringen und pflanzen auf den Berg deines Erbteils. Die Städte, die du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast, das Heiligtum, Herr, das deine Hände bereitet haben. Der Herr, er ist König auf immer und ewig. Und in Vers 20 heißt es dann: Und die Prophetin Miriam, Aarons Schwester, nahm das Tamburin in ihre Hand. Und alle Frauen zogen aus hinter ihr her, mit Tamburinen und in Reigentänzen. Und Miriam sang ihnen zu: Singt dem Herrn, denn hoch erhaben ist er, Pferd und Wagen warf er ins Meer. Amen. Es war also in Israel so, wenn Gott etwas Großes getan hatte, dann wurden Lieder darüber gedichtet. Und die wurden dann gesungen zu Gottes Ehre. Wir haben das beim Purimfest, wir haben das hier ganz besonders auch beim Auszug Israels aus Ägypten. Das war geschehen und jetzt wollten sie sich weiter daran erinnern, sie wollten das nicht vergessen und sie wollten Gott so richtig von Herzen danken. Und Lieder zu singen ist eine ganz schöne Art, wie man Gott danken kann.
worüber sich Gott von ganzem Herzen freut. Und wenn wir das so nehmen aus dem Alten Testament, dann müssten wir eigentlich auch Lieder singen über die Dinge, die wir erlebt haben in unserem persönlichen Leben mit Gott. Also überlegt einmal, was ihr erlebt habt, wo Gott eingegriffen hat, und darüber müssten wir Lieder singen zu Gottes Ehre. In Psalm 33, Vers 2 bis 3, da heißt es: Danket dem Herrn mit Harfen, Lob singet ihm zum Psalter von 10 Saiten, singet ihm ein neues Lied, spielt schön auf den Saiten mit fröhlichem Schall. Also ein neues Lied, ja. Nicht nur von damals die Lieder singen zu Gottes Ehre, sondern auch neue Lieder singen zu Gottes Ehre. In Epheser 5, 19 und 20 wird das auch aufgegriffen. Da heißt es: Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott dem Vater alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das sind zwei Arten von Liedern hier. Einmal ermuntert einander. Ja, ermuntert einander. Das heißt, jemand muss laut singen, hörbar singen, sodass ich es akustisch verstehen kann. Und ich werde dadurch ermuntert, gestärkt zu Gottes Ehre. Und die zweite Art Lieder, die ist leise im Herzen. Ja, ich singe im Herzen dem Herrn zur Ehre. Und wenn ich ihm singe, naht sich sein Geist in mein Leben hinein. Ja, auch vielleicht gerade, wenn ich ein bisschen traurig bin oder wütend bin oder aufgebracht bin oder unruhig bin oder ängstlich bin. Ruhig werden, Lieder singen zu seiner Ehre, im Herzen. Sage Dank Gott alle Zeit für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Also wir sehen, das Neue Testament sagt, auch ihr singt neue Lieder. Und ich habe dann so überlegt, für die Gegenwart, dann bräuchten wir eigentlich noch ein Lied, wo wir Gott danken, dass wir das Gemeindehaus kaufen konnten. Das wäre zum Beispiel geschehen in unserer Gemeinde, von ganzem Herzen Gott danken, ihn anbeten und ein Lied singen, wo wir danken, dass hier in Kehl, hier bei uns, dieses Gemeindehaus ist und wir dürfen es haben, zum Beispiel. Und die Fortführung der Gottesdienste, das war ja alles andere als klar. Es gab ja eine Zeit, wo sie gesperrt waren und wir haben gebetet dafür, und es ist eingetroffen. Und bis heute hat Gott die Gebete der Gläubigen erhört und die Gottesdienste können weiter durchgeführt werden. Ja, das wäre doch auch so ein richtiger Grund, um ein Lied zu singen, zu dichten, sich auszudenken, in Noten zu schreiben, die Sänger zu singen und wer Instrumente kann, zu spielen. Ja, um Gott von ganzem Herzen zu danken, dass wir Gottesdienste feiern können, heute und in dieser Zeit. Oder ich denke an die, nehmen wir ein ganz aktuelles, die Enkelin von unseren lieben Geschwistern, die so schwer krank geworden war und sie wussten nicht, ob diese Krankheit fortdauern würde. Und ihr habt alle gebetet, wir haben gebetet, es war in der Gebets-App, wir sind eingetreten vor dem Herrn und Gott hat eingegriffen und die junge Frau ist gesund. Gott sei Dank. Und dann aber zu singen. Ihm zu danken, zu sagen, Herr, du hast mich geheilt. Du hast mir geschenkt, dass diese Dinge wieder in Ordnung sind. Ich preise dich, ich bete dich an von ganzem Herzen. Ja, oder wenn ja, Katharina heute im Gottesdienst sein kann, das ist so eine Freude, ja, und Gott ein Lied singen und sagen, Herr, ich danke dir. Also, Dankbarkeit für die Gegenwart und in diesem Lied hier kommt Dankbarkeit für die Gegenwart des Sieges Gottes über den Pharao, aber sie danken auch für die Vergangenheit. Ich lese Vers 2 aus diesem Lied. Meine Stärke und mein Loblied ist Jahwe, denn er ist mir zur Rettung geworden.
Er ist mein Gott und ich will ihn preisen, der Gott meines Vaters und ich will ihn erheben. Also es ist ein Danklied für die eigene Rettung, für den Lobpreis geeignet in diesem Moment der Befreiung. Aber es erinnert auch, es ist der Gott meines Vaters. Wir könnten auch sagen, der Gott, der in der Vergangenheit schon geholfen hat in unserem Leben, zu dem sich schon vorher unsere Gebete erhoben haben und er hat sie erhört. Und so auch in der Vergangenheit. Was hat der Herr schon alles in deinem Leben getan? Nun, wir haben hier die Rettung. Ja, ich kann ihm immer noch so danken, dass er mich nicht meinen bösen Weg hat gehen lassen, sondern er hat mich eingeholt. Er ist mir nachgegangen. Sein Wort hat mich berührt. Er ist mir begegnet. Ich durfte Jesus Christus erkennen und finden und ihm mein Leben schenken. Buße tun von den Sünden und ich habe ein neues Leben empfangen und den Heiligen Geist. Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen. Und wer in deiner Familie, was ist da alles schon geschehen? In der Gemeinde, über die Jahre hinweg, was ist da geschehen? Merkt ihr, was für eine wichtige Funktion solche Lieder hatten in Israel? Das könnte auch bei uns sein, ja? Die haben dadurch diese wunderbaren Dinge aufbewahrt und Gott immer wieder die Ehre gegeben. Und dadurch haben sie für die Zukunft immer wieder Gottes Gegenwart erlebt. Dankbarkeit für die Vergangenheit. Ich habe so oft Bewahrung gehabt von dem Herrn. Autounfälle, die ich überleben durfte. Andere ganz gefährliche Situationen, die ich überleben durfte. Wir haben Gnade gefunden. Ich darf eine Frau haben, ich darf Kinder haben, ich darf Familie haben. Jemand anders sagt, ich bin allein, aber ich bin nie allein. Ich habe immer den Herrn. Auch wenn ich den Weg gehe, ist der Herr immer bei mir. Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltzeitende. Ich danke ihm dafür. Dankbarkeit, der Gott der Väter, Dankbarkeit für die Vergangenheit. Aber auch die Zukunft wird in diesem Loblied des Mose nicht außer Acht gelassen. Es steht hier ab Vers 16, es überfiel die Kanaaniter, also die Feinde, Schrecken und Furcht vor der Größe Gottes seines Armes. Da wurden sie stumm wie ein Stein, während hindurchzog dein Volk her, während hindurchzog das Volk, das du erworben. Und jetzt wechselt er von der Vergangenheit in die Zukunft, Vers 17, du wirst sie bringen und pflanzen auf den Berg deines Erbteils. Gott wird dich bringen und pflanzen auf den Berg seines Erbteils. Die Städte, die du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast, die Städte, wo Gott wohnt, da ist unser Zuhause. Das Heiligtum, Herr, das deine Hände bereitet haben. Er möchte uns bringen und pflanzen auf den Berg seines Erbteils. Das sagt auch der Kolosserbrief im Neuen Testament. Und da freut euch dran. Wir haben eine schöne Zukunft. Wir haben ein herrliches Erbteil in den Himmel. Ich weiß nicht, was für ein Erbe du hier auf der Erde hast. Ja, also wir haben jetzt keine reichen Verwandten, die uns damit großen Schätzen überhäufen werden, ja, aber ich habe ein Erbteil in den Himmeln. Das ist mein Erbteil, das ist dein Erbteil, wenn du Jesus liebst und wenn du Jesus als deinen Herrn in deinem Herzen trägst und seinen Weg gehst. Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Tüchtig gemacht zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Kolosser 1, 12. Und in Epheser 1, Vers 11, da heißt es, in Jesus Christus sind wir auch zu Erben eingesetzt worden,
Weißt du das? Du bist ein Erbe von Jesus Christus. Es gibt ein Erbe für dich in den Himmeln. Du bist zum Erbe eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens. Und im ersten Petrusbrief wird das auch wieder aufgegriffen, also nicht nur Paulus, sondern auch Petrus unter den jüdischen Gläubigen. Ihnen war das eine große, schöne Sache, für die sie Gott immer wieder gedankt haben, dass sie so ein herrliches Erbe in dem Himmel haben, dem sie entgegengehen. Da heißt es, 1. Petrus 1, ab Vers 3, Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und jetzt kommt das Erbe zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Für wen? Die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Glückseligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid, in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Wenn der Herr Jesus offenbart wird, dann werden wir auch Lob, Preis, Dank und Ehre ihm geben. Auch für dieses Erbe, das unbefleckt ist, ja, ich weiß nicht, ob ihr weiße Hemden mögt. Also, Albert, was sagst du zu weißen Hemden? Die sind an und für sich sind die sehr schön, ja, ganz super. Aber die haben ein Problem. Man sieht jeden Fleck, ja. Bestätigen die Hausfrauen sicher, ja. Weiße Hemden sind wunderschön, wenn eine Hochzeit ist oder so, ja. Weiß wird getragen. Ganz klar, weil das eine herrliche Farbe ist, auch die Farbe des Himmels ist natürlich, ja. Aber man sieht jeden Fleck sofort. Das Erbe, das wir bekommen, ist ein unbeflecktes Erbe. Keine Flecken. Herrlich und schön. Alles, was uns Gott da anvertraut, ist königlich, ist rein, ist herrlich, ist für die Ewigkeit, unvergänglich, unverwelklich, ja, wunderbar zu Gottes Ehre. Und das war auch hier in diesem Lied. Du wirst sie bringen und pflanzen auf den Berg deines Erbteils. Und dann sagt er, die Stätte, die du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast, zu deiner Wohnung gemacht hast. Und wir haben auch Wohnungen. Der Herr Jesus, er sagt, Johannes 14, 2, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Ja, viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, sagt der Herr Jesus, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten? Ja. Es gibt also eine Wohnung Familie Edeker in Links und es gibt eine Wohnung Familie Edeker bei dem Herrn. Es gibt eine Wohnung, jetzt könnt ihr euren Namen einsetzen, ja, hier auf der Erde, wo wir wohnen, in Offenburg zum Beispiel, und es gibt eine Wohnung in den Himmeln bei dem Herrn. Und der Herr möchte, das ist sein Anliegen, das wünscht er sich, dass alle die, die hier auf der Erde wohnen, bei ihm sein werden, in der Herrlichkeit, in seinen Wohnungen, dass sie gläubig werden und dem Herrn nachfolgen und einmal nicht in der Verdammnis sind, in der Ewigkeit ohne Gott, sondern dass die Wohnungen
im Himmel gefüllt werden zur Ehre Gottes und zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Und dann geht hier dieses Danklied von Mose und von dem ganzen Volk weiter und es redet auch vom Heiligtum. Herr, dass du gemacht hast, dass deine Hände bereitet haben. Und auch, das ist jetzt ein bisschen ein Geheimnis, das Neue Testament spricht davon, dass auch wir zu diesem Heiligtum Gottes Zugang haben. In Hebräer 9, 24 heißt es, Jesus Christus ist eingegangen in das Heiligtum, das in den Himmeln selbst ist, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Und in Hebräer 10, Vers 19 heißt es, weil wir, die wir Jesus nachfolgen, die wir ihm unser Leben geschenkt haben, die wir nicht unser Leben wollen, sondern unseren Willen leben wollen, sondern den Willen Gottes, weil wir nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum. Also Jesus ist in dieses himmlische Heiligtum eingegangen und hat für dich dort gebeten, hat sein Blut gebracht als Opfer für deine Sünden, für unsere Sünden. Und wir haben jetzt im Geist, im Gebet, wenn wir beten, Zugang zu diesem Heiligtum. Hebräer 4 sagt da im Vers 16, darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Lasst uns hinzutreten zum Thron der Gnade in diesem Heiligtum und den Herrn finden. Und hier wird gesagt, in Zukunft werden wir gemeinsam anbeten den König, den Herrn, in seinem Heiligtum. 2. Mose 15 sagt in Vers 18, der Herr ist König auf immer und ewig. Jahwe herrscht als König von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das meint seine Macht, seine Autorität, seine Souveränität, seine Herrschaft, die Herrschaft Gottes. Sie geht über die gesamte Erde. Das Königtum Gottes geht über alle Menschen. Und es wird sich in der Geschichte durchsetzen. In der Zukunft wird der Herr Jesus wiederkommen und er wird sein Reich aufrichten über die ganze Welt. In wunderbarer Art und Weise. Denn wie es in Philipper 2 heißt, Jesus war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu Christi sich beugen sollen alle, wirklich alle Knie in den Himmeln, auf der Erde und unter der Erde, und bekennen, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Wunderbar. Und das wird geschehen. Und so wird 2. Mose 15, 18, der Herr ist König für immer und ewig. Er herrscht als König von Ewigkeit zu Ewigkeit über den Herrn Jesus umgesetzt. Und ein letzter Gedanke. Wenn dort Lobpreis sein wird in den Himmeln, dann wird man Lieder singen. Und hier steht ausdrücklich, dass man auch dieses Lied des Mose singen wird und dazu das Lied des Lammes. Das steht in Offenbarung 15. Da gibt es Einblick in die Herrlichkeit Gottes für die, die Jesus treu nachgefolgt sind. Und da heißt es, und ich sah, und es war wie ein gläsernes Meer. Ja? Wenn ihr im Urlaub seid, wenn das wieder möglich wird und ihr seid am Meer. Und das ist ja schon so wunderschön, wenn die Sonne scheint und man schaut auf das Meer. Und dieses Meer ist ein gläsernes Meer, also so wie Kristall, das durchdrungen wird von dem Licht, mit Feuer vermengt. Und die den Sieg behalten hatten, den Sieg Gottes behalten hatten,
über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens, die standen an diesem gläsernen Meer in der himmlischen Herrlichkeit und sie hatten Gottes Harfen, Gottes Harfen. Wir kennen die Harfe von David, mit der hat er Gott gespielt. Ich weiß nicht, welches Instrument du spielen kannst. Wenn du ein Instrument spielen kannst, spiel es zu Gottes Ehre. Wir kennen Instrumente, die auf Basis der Harfe gebaut wurden, wie das Klavier. Da sind hinten die Saiten dran, wie bei einer Harfe. Man schlägt halt von vorn an. Aber es gibt auch Harfen Gottes. Und ich bin mal gespannt, wie die sind. Harfen Gottes. Wahrscheinlich, wenn man da so eine Saite anzupft, gibt das fantastische, herrliche, gewaltige, schöne Töne. Das wird sehr interessant, diese Instrumente, ja. Und wir machen es heute im Kleinen vor, ja. Und die standen an dem gläsernen Meer und hatten Harfen Gottes. Und sie sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes. Denn das Lamm, Jesus Christus, er bringt die Königsherrschaft Gottes über die ganze Erde. Da heißt es weiter in der Offenbarung 15, da singen sie das Lied und das heißt, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Du allein bist heilig, ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine Gerichte sind offenbar. Und Offenbarung 19 schließt ab, Halleluja. Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Königreich eingenommen. Amen. Und jetzt sind die Miriam und die Frauen alle aufgestanden und haben ihre Instrumente genommen und sind vor die Männer getreten und haben zu Gottes Ehre gesungen und gespielt. Und das könnt ihr dann zu Hause machen, weil wir es im Moment leider nicht dürfen hier. Sonst hätten wir heute einen ganz aktiven Gottesdienstabschluss gehabt, ja. Aber wir freuen uns darauf, auf Gottes Herrlichkeit und auch auf die Zeit, wo wir hier wieder alle als ganze Gemeinde singen und Gott so die Ehre geben. Der Herr segne uns. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Ja, lieber Vater in den Himmeln, wir danken dir von ganzem Herzen. Wunderbar sind deine Werke, wunderbar ist deine Rettung. Mächtig, allmächtig bist du, o Herr, und kein Feind kann dir widerstehen. Du hast Israel gerettet durch das ganze Meer hindurch. Die gewaltigste Macht der damaligen Welt hast du vernichtet, um dein kleines Volk, das du so sehr liebst, zu retten. Und lieber Herr, auch uns hast du gezogen aus der Welt, weil du uns so sehr liebst. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Herr. Hast dein ganzes Leben für uns gegeben, am Kreuz auf Golgatha, und hast uns herausgerettet aus Gnade und Barmherzigkeit. Wir beten dich an und wir danken dir. Und wir wollen Lieder singen, dir zur Ehre und dich loben und preisen als König und Gott, Vater, in alle Ewigkeit. Nimm unser Leben in deine Hand und führe uns deine Wege zu deiner Ehre. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. Amen. Ja, lieber Vater in den Himmeln, wir bitten dich um deinen Segen. Für uns, für unsere Häuser, für unsere Verwandten, für unsere Freunde, für all die Menschen auch, die noch nicht gerettet sind, in unseren Familien und der Umgebung. Wir bitten um deinen Segen, lieber Herr, für unsere Städte und Dörfer, für die Arbeitsplätze, wo wir sind, wo auch viele auf neue Zeiten zugehen, Einschränkungen bevorstehen. Herr, schenke deinen Segen, bewahre uns in dir, lieber Herr. Wir bitten dich um deinen Segen für die Missionare, lieber Herr, und auch für verfolgte Christen bis an die Enden der Erde. Wir bitten um deinen Segen für die, die krank sind, dass du ihnen begegnest und sie heilst. Und Jahweh, der allmächtige Gott, unser liebender Vater in den Himmeln, er segne und behüte dich. Jahweh, lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Jahweh, erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Amen. Amen.